Zeuge Karl Hussmann, Deutschland, Angestellter 55 Jahre, 145. Verhandlungstag, 25.03.1965. Herr Zeuge, ich möchte Sie noch weiterhin vorsorglich darauf hinweisen, dass Ihnen nach § 55 der Strafprozessordnung das Recht zusteht, die Aussage auf solche Fragen zu verweigern, durch deren Beantwortung Sie sich selbst der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung aussetzen müssten. Ja. Vorsitzender, haben Sie nach dem Alter gefragt? Nein, noch nicht. 55. 55 Jahre alt. Danke schön. Herr Zeuge, ist es richtig, dass Sie Untersuchungsführer im Reichssicherheitshauptamt waren? Ja. Ich war der Leiter der Dienststelle. Sie waren der Leiter der Dienststelle. Ist Ihnen bekannt geworden, dass irgendwelche Verfehlungen der SS nicht in die Öffentlichkeit kommen sollten, dass zum Beispiel Befehlsverweigerung deshalb nicht im Wege des gerichtlichen Urteils, sondern auf dem sogenannten administrativen Weg erledigt worden sind? Dass Fälle nicht vor Gericht genommen worden sind zur Verurteilung, sondern außerhalb, das ist richtig. Das brauchen wir nicht immer Fälle gewesen zu sein, die mit Befehlsverweigerungen in Zusammenhang stehen. Wann ist man denn dazu gekommen, eine strafbare Handlung nicht durch ein Gerichtsverfahren, sondern auf andere Weise erledigen zu lassen? Ich könnte als Beispiel, was ich jetzt in Sachsenhausen-Prozess angegeben habe, Verfehlungen, die in diesem Sonderlager der Geldfälschung gewesen sind, die wurden außerhalb geahndet. Das heißt, ich habe damals den Auftrag gehabt, dort die Untersuchung vorzunehmen. Ich hatte mich selber gewundert, dass ich damit beauftragt worden bin, weil das ja eine höchste Geheimsache war, die also auf keinen Fall irgendwie der Mitwisserkreis weiter erstreckt werden sollte. Und ich habe dann die Ermittlungen durchgeführt, in dem es war also das Sonderlager innerhalb des Konzentrationslagers von Sachsenhausen. Ja. Und wie der Präsident des Schwurgerichts, ich habe es selbst gar nicht mehr gewusst oder mir mitteilte, sind die beiden SS-Leute erschossen worden. Und zumindest zum Tode verurteilt, glaube ich, hat er sich ausgedrückt. Also, hat er sich ausgedrückt. Sie wissen es also nicht näher? Ich weiß es nicht mehr in Erinnerung so genau. Das heißt also, es wurden zwei SS-Leute, wurden hier irgendwelche strafbaren Handlungen vorgeworfen, die sich aber auch nicht auf dem Gebiet von Erschießungen oder sowas bewegt Nein. haben. Und deshalb wurden Sie mit der Untersuchung beauftragt. Ja, richtig. Und was aus der Sache geworden ist, wissen Sie aus eigener Kenntnis heute nicht mehr? Nicht mehr, nur weil der Präsident des Schwurgerichts Ihnen das vorgehalten hat. Ja. Nun, wie ist es mit Strafen, die von SS- und Polizeigerichten ausgesprochen worden sind? Konnten diese Urteile von dem Reichsführer SS kassiert werden und höhere Strafen verhängt werden? Jedenfalls hat er das getan. Ob es genau rechtlich statthaft war, das möchte ich bezweifeln. Ja. Beispiel, es war im März 1944 in Kowel, ist der Leiter der SD-Dienststelle von Kowel abgerückt, aber so weit, dass er also nicht mehr im Rahmen des Befehls von Bachselewski gehandelt hat. Und er kam vor das Feldgericht in Lublin und wurde dort zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt. Und zwar wurde von dem Gericht strafmildernd berücksichtigt, dass er ältere Familienväter, die auf seiner Dienststelle waren, die militärisch nicht ausgebildet waren, hatte retten wollen und dass er auch selber
nicht das Format hatte, um ganz zu übersehen, was er da eigentlich machte. Es war so eine Notstelle gewesen, die er hingekommen war, der offenbar geistig auch nicht gewachsen gewesen ist, sodass er also mit milderen Umständen zu Zuchthaus verurteilt worden ist. Und der Reichsführer wollte dieses Urteil verschrecken lassen und ihn erschießen lassen, und zwar im Hinblick auf die heranrückende Front und die dazu beizutragen, zur Abschreckung und die Front stabil zu halten. Und der Bruder von Eckers, der ist dann zu mir gekommen und hat mich gebeten, zu intervenieren. Und ich bin dann zum Chef der Sicherheitspolizei gegangen, um zu versuchen, dass das nicht durchgeführt wird. Aber Kaltenbrunner sagte mir dann, ich käme zu spät, es wäre schon vollstreckt. Was wissen Sie von dem damaligen Kripo-Leiter der Leitstelle Köln? Sie meinen den Leiter der Staatspolizei-Leitstelle? Oder Staatspolizei-Leitstelle, hier steht Kripo-Leitstelle. Das ist natürlich wesentlich was anderes. Das handelt sich um den Fall des Obersturmanführers Noske. Der stand in Nürnberg zur Verhandlung. Da war ich auch als Zeuge. Und Noske hatte am 11. September 1944 von den höheren SS- und Polizeiführer in Düsseldorf, Gutenberg, den Befehl bekommen, Juden und Mischlinge in ein Gebäude zusammenzufassen und auf ein Stichwort, das fallen sollte, wenn die amerikanischen Truppen einen gewissen Bereich erreicht hatten, sollte sich töten lassen. Und Noske hat diesen Befehl, die Ausübung dieses Befehls verweigert und hat darüber selber Bericht erstattet an das Reichssicherheitshauptamt, und daraufhin bin ich mit seiner Vernehmung beauftragt worden. Und was geschah dann? Er wurde von der Leitstelle weggenommen und kam als Kanonier zur Wehrmacht. Es ist natürlich möglich, dass bei der Entscheidung Himmlers, also bei solchen hohen Stellen hat ja Himmler selber entschieden, yeah, dass bei der Entscheidung Himmlers auch eine Rolle gespielt hat. Das sind allerdings nur Vermutungen, die ich habe aufgrund späterer Kenntnisse aus der Literatur, dass er damals schon Schellenberg beauftragt hatte oder jedenfalls plante, mit Graf Bernhard Dott in die Verbindung für Friedensfühler hinter dem Rücken von Hitler aufzunehmen. Und da hätte er es ja selber sowas auch gar nicht gebrauchen können. Denn das wäre ja die Vorbedingung gewesen, dass alle von Graf Bernhard Dott, dass alle feindlichen, judenfeindlichen Maßnahmen eingestellt wurden. Jedenfalls ist auch nach meiner Meinung, hätte das schlimmer ausgehen können. Haben Sie denn irgendwelche Kenntnis von Befehlsverweigerungen bei Judenerschießungen? Also den ich direkt erinnere, das ist ja nun dieser Fall Noske. Noske. Er hat ja nun richtig verweigert. Ja. Ja, und da ist ja, also wie Sie uns eben erzählen, lediglich seine Degradierung ausgesprochen worden, seine Versetzung an die Front. Richtig, ja. Haben Sie andere Beispiele oder in Erinnerung irgendwelche Fälle, in denen wegen Befehlsverweigerungen auf diesem Gebiet anders gehandelt worden ist? Nein. Nicht? Auf diesem Gebiet nein. Also uns interessieren natürlich nur die Fälle, wo Befehle verweigert wurden, die darauf hinzielten, die Leute zu veranlassen, Menschen ohne Urteil umzubringen. Ja. Und da haben Sie keine Beispiele? Nein, nur dieser Noske-Fall. Den habe ich wenigstens so genau in Erinnerung. Was haben Sie noch für eine Erinnerung, inwieweit man unter Heiderich überhaupt in der Lage war, derartige Erschießungsbefehle oder sonstige Mordbefehle zu verweigern? Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich einen Unterschied machen muss zwischen Ära Heiderich und Kaltenbrunner. Es waren doch ganz verschiedene Persönlichkeiten. Und ich möchte sagen, bei Heiderich hätte ich auch viel Angst gehabt. Da hätten Sie auch viel Angst gehabt? Ja.
War denn Kaltenbrunner in der Beziehung irgendwie ansprechbar? Bei Kaltenbrunner kam doch wohl mit zum Ausdruck seine juristische Erziehung. Ich glaube, dass doch. Heidrich war ein ganz anderer Menschenschlag als Kaltenbrunner. Also ich meine, den. Bei Heidrich war man froh, wenn man wieder gut raus war. Also Kaltenbrunner war wesentlich ansprechbarer. Ich habe keine Frage mehr. Bitte schön. Wann haben Sie die Gruppe 1 übernommen? Also wann sind Sie Untersuchungsführer geworden? 1942. 1942 schon? Wie? 1942? Ja. Und bis wann waren Sie da? Bis zum Schluss, Kriegsende. Bis zum Schluss? Ja. Da war doch noch ein Hauptsturmführer Dillersberger, war der Ihnen unterstellt? Nein, sondern der war übergeordnet noch. Aber der ist dann, wie ich die Reichssicherheitshauptmann übernahm, da war das getrennt, der ist nach Hollenburg gegangen. Der ist weggegangen? Ja. Und dann haben Sie praktisch dem Dillersberger seine Stelle gehabt? Für den Bereich, ja, so ungefähr stimmt es, ja. Ja, und waren also unmittelbar Kaltenbrunner unterstellt? Ja, weil die Verbindungen nicht mehr da waren. Also der ist in seine österreichische Heimat nach Hollenburg gegangen, ja, mit einem Teil der Dienststelle. Mhm. An sich ist es richtig, wie Sie sagen, dass er mein Vorgesetzter war. Ja. Und welchen Dienstgrad hatten Sie damals? Zuerst Sturmbahnführer, erst Regierungsrat, nachher Oberregierungsrat. Der Obersturmbahnführer? Ja, ja. Und der Dillersberger war damals schon Standartenführer oder ist er es nicht mehr geworden? Ich weiß ja, er stand vor seiner Beförderung zum Senatspräsidenten. Mhm. Also die wäre ja Voraussetzung gewesen, ja, weil bei uns eben, ja, Dienstgradangleichung war. Ob sie aber noch dazu gekommen ist, dass er ausgesprochen worden ist, das weiß ich nicht mehr. Ja, haben Sie denn überhaupt unter Heidrich noch schon gearbeitet? Haben Sie Heidrich noch erlebt als unmittelbaren Chef? Nein. Überhaupt nicht mehr erlebt? Nein. Woher wussten Sie das, was Sie eben dem Herrn Vorsitzenden gesagt haben, dass Sie mit Heidrich... Na, weil ich ihn mal so erlebt habe, nicht? Ich kannte ihn ja auch. Ja, also, aber als Sie in die Dienststelle kamen, war Heidrich schon weg. Da war er wohl, ja. Ich glaube, das war so gerade, ich weiß nicht, ja. 42, wann kamen Sie 42? Ja, das war so im Sommer. Im Sommer 42 kamen Sie dahin. Und Sie waren dann bis Schluss da? Ja. Und Sie hatten innerhalb Ihrer Gruppe weiterhin gegliedert die reine Gerichtsbarkeit und das Disziplinarwesen? Und die Dienststrafsachen. Und die Dienststrafsachen? Auch, ja. Und wurde da SD anders behandelt als Gestapo? Ja, also, da Unterschiede? Naja, also SD konnte ja nur über Disziplinarsachen. Eben nur über Disziplinarsachen? Ja, Dienststrafsachen natürlich nicht. Bedeutet das, dass also praktisch auch bei Verfehlungen von SD-Angehörigen ein SS- und Polizeigerichtsverfahren überhaupt nicht stattfand und derartige Dinge immer auf dem Befehlswege geregelt wurden? So nach Heidrich-Manier? Verstehen Sie, was ich meine? Nicht ganz. Also wenn ein SD-Angehöriger irgendetwas machte, einen Befehl verweigerte, etwas falsch machte, was der Führung nicht passte, kam dann der überhaupt vor ein Gericht oder wurde das immer auf kalten Weg erledigt? Nein, der kam auch vor Gericht, natürlich. Der kam auch vor Gericht? Ja, sicher. Ich habe da genug SD-Führer. Ja, natürlich. Das kam auch vor Gericht? Ja, sicher. Danke. Eine Frage. Können Sie etwas sagen über die Anzahl der Verfahren, die von Ihnen bzw. von Ihrer Dienststelle bearbeitet worden sind? Ja, sind mehrere Tausend gegeben. Mehrere Tausend. Alles in wie vielen Fällen hat es ein Todesurteil gegeben? Ja, da bin ich überfragt. Das wäre die Frage, die müsste Dillersberger eigentlich beantworten. Herr Zeuge, können Sie sich entsinnen, dass Sie in einem Verfahren gegen Erlinger vernommen worden sind? Ja. Darf ich Ihnen vorhalten, erinnern Sie sich daran, dass Sie erklärt haben in diesem Verfahren, dass insgesamt 5000 Verfahren bearbeitet, ja, worden sind, ja, und dass ein einziges Todesurteil ergangen ist, und zwar wegen Wehrkraftzersetzung? Ja, fällt das habe ich gesagt. Ja. Dankeschön. Aber von mir, nicht? Diese Einschränkung von mir. Und wann hat... Aber wenn die Frage auf die Gesamtdienststelle bezogen ist, dann müsste natürlich der das wäre. Ja. Wann hat Kaltenbrunner die Stellung von Heidrich übernommen? Das weiß ich nicht mehr. Nach dem Attentat, ja. Ja, also das hat natürlich Juli, noch eine vakante Zeit gegeben. Juli 42? Ja, das kann so sein. Ja. Danke. Nächstes Mal, Laumann. Herr Zeuge, hatten Sie örtliche Untersuchungen, bitte sprechen Sie zum Gericht, aber ins Mikrofon, hatten Sie örtliche Untersuchungsführer, die Ihnen unterstellt waren? Ja. Waren das die sogenannten Untersuchungsführer des SD oder wie nannten die sich?
der Sicherheitspolizei und des SD. Gab es auch Untersuchungsführer der SS und Polizeigerichte? Ja. Waren die Organe der SS und Polizeigerichte oder standen die außerhalb und hatten selbstständige Befugnisse? Bezieht sich auf die zweite Frage. Ganz richtig. Waren Organe der SS und Polizeigerichtsbarkeit. Hatten die Untersuchungsführer, sowohl die eine wie die andere Kategorie, selbstständige Befugnisse zur Verhängung von Strafen? Nein. Sie hatten also nur zu ermitteln und zu untersuchen und Untersuchungsberichte abzugeben? Richtig. Danke. Herr Schmidt-Rabe. Herr Zeuge, haben Sie, in wie vielen Verfahren sind Sie bisher zu diesem Thema vernommen worden, zu dem wir Sie heute hören? 10. In 10 Verfahren. Ja, also dann müsste ich erst mal nach 10. Ich weiß, In mehreren Fällen. Ja. Haben Sie in einigen dieser Verfahren früher ausgesagt zum Fall Noske, dass Noske in eine Bewährungseinheit eingewiesen wurde? Ja. Wollen Sie diese Aussage heute noch aufrechterhalten? Sie haben Nein. Die wollen Sie nicht aufrechterhalten? Nein. Aha. Was hat Sie damals, zum Beispiel, glaube ich, haben Sie das im Verfahren Erlinger gesagt, was hat Sie früher bewogen, eine solche Aussage zu machen? Ich hatte es so in Erinnerung und bin inzwischen von Herrn Dr. Serafin belehrt worden, dass ich mich da irre. Wann sind Sie von Herrn Dr. Serafin belehrt worden? In den Trebinkler-Prozess in Düsseldorf. Da ist er nach der Aussage zu mir gekommen, hat gesagt, Sie irren sich. Der ist Kanonier in einer Einheit in Salzburg geworden. Und da Herr Dr. Serafin als historischer Forscher, habe ich das übernommen, nehme ich an, dass das stimmt. Aha. Ja, und wieso kamen Sie denn aber früher dazu, zu behaupten, dass er in eine Bewährungseinheit eingeht? Das hatte ich so in Erinnerung gehabt. Das liegt ja auch nun 20 Jahre zurück. Aha. Ja. Und dann eine andere Frage. Schildern Sie doch bitte mal genau Ihre Handlungen bei der Untersuchung des Falles im Konzentrationslager Sachsenhausen, wo es um diese Geldfälschung ging. Wieso? Warum? Warum? Weil der Zeuge hier, er sagte uns, dass er als Untersuchungsführer befasst war mit der Untersuchung dieses gesamten Falles. Ja. Dann hat er uns im Anschluss daran gesagt, dass er überhaupt nicht wisse, wie die Sache ausgegangen ist und dass er zu seiner Überraschung vom Präsidenten des Schwurgerichts jetzt im Jahr 1964 erfahren habe, wie dieser Fall ausgegangen sei, nämlich mit 2 Todesurteilen. Da bin ich der Ansicht, als Untersuchungsführer spricht natürlich alles dafür, dass er natürlich viel besser wissen müsste, was passiert ist. Und deshalb will ich jetzt von ihm wissen, wie sich dieser Fall abgespielt hat. Ich widerspreche der Frage. Ja, also Sie sind uns viel zu weit ab von dem Thema dieses Prozesses. Ich muss ja sagen, Herr Schmidt-Rabe, also der Zeuge soll hier befragt werden, ob ihm etwas bekannt geworden ist über die Folgen einer Befehlsverweigerung. Ja. Und er hat gesagt, er hat Untersuchungen im Nebenlager Sachsenhausen durchgeführt, wegen Dingen, die gar nicht sich mit Erschießungen von Häftlingen oder sonstigen ähnlichen Befehlen befasst haben. Ich weiß nicht, warum, uns interessiert doch gar nicht, was damals in Sachsenhausen los gewesen ist. Richtig, Herr Präsident. Aber er hat diesen Fall als Beispiel dafür genannt, dass SS-Angehörige oder Angehörige der Sicherheitspolizei ohne Gerichtsverfahren getötet werden konnten. Ja. Und dann sagte er uns, er wisse aber nicht genau, wie sich das dort abgespielt habe. Das habe er dann später erst von dem Schwurgerichtsvorsitzenden erfahren. Nun könnte ja sein, dass der Schwurgerichtsvorsitzende einer falschen Aussage der damaligen Angeklagten, ich glaube im Sachsenhausen-Prozess, aufgesessen ist. Und nun spricht sehr vieles dafür, dass er es besser wissen muss, denn er war der Untersuchungsführer. Und ich will jetzt wissen von ihm, was er damals gemacht hat. Ja, aber Herr Rabe, der Zeuge hat uns eben gesagt, ich habe es überhaupt nicht erfahren, sondern ich habe es jetzt erst erfahren durch den Schwurgerichtsvorsitzenden, dass das so und so ausgegangen sein soll. Mehr weiß ich von der Sache nicht. Na, also ich will die Sache nicht verlängern, dann ziehe ich die Frage zurück. Aber wenn er der Untersuchungsführer war, spricht sehr vieles dafür, dass er nämlich den Schwurgerichtsvorsitzenden hätte korrigieren können und dass es eben kein Todesurteil war. Aber ich ziehe die Frage zurück. Ja. Keine Frage mehr, Herr Rechtsanwalt Göllner.
Herr Zeuge, ist es richtig, dass es Aufgabe der Gestapo und der SD war, Verfehlungen der SS nicht publik zu machen? Das ist das Beweisthema ist, das ist der Anfang. Der Herr Vorsitzende hat alle Dinge des Beweisthemas gebracht, nur die erste Frage, die in meinem Beweisantrag stand und die ich eben wiederholt habe, nicht. Das Thema, was hier zur Rede steht, hat das nichts zu tun. Das werden Sie gleich sehen, Herr Staatsanwalt, weshalb die Sache damit zu tun hat. Denn die nächste Frage wird sofort Ihnen zeigen, weshalb ich diese Frage stelle. Also ich habe mit Ihnen vorhin schon besprochen, die Frage, ob es Fälle gegeben hat, wo Verfehlungen innerhalb der SS nicht publik werden sollten. Ja. Und da haben Sie mir zur Antwort gegeben, ja, ich erinnere mich an den Fall in Sachsenhausen, in diesem Nebenlager, wo das nicht publik werden sollte. Und nun will der Herr Rechtsanwalt wissen, ob dieses Verhalten, also dieses nicht publik werden lassen, ob das Aufgabe des SD und der Gestapo gewesen ist, dass da also bestimmte Anweisungen genereller Art damals vorgelegen haben. Ja, die haben mir aber denn nicht vorgelegen. Ihnen nicht? Nein. Herr Zeuge, kannten Sie die damalige Zeitschrift, die SS und Polizeigerichtsbarkeit? Das Mitteilungsblatt. Das Mitteilungsblatt, jawohl. Ja, das kannte ich, ja. Wurden in diesem Mitteilungsblatt Fälle von Befehlsverweigerung veröffentlicht oder nicht? Das muss ich annehmen. Ich kann mich an einen konkreten Fall nicht erinnern, aber da wurden ja alle, genauso wie in der juristischen Wochenschrift, wurden Fälle erörtert, die von SS und Polizeigerichten verhandelt worden waren. Besteht die Möglichkeit, dass dieses Mitteilungsblatt vollständig ist oder nicht? Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Wie ich glaube Sie nicht, das dass das vollständig ist. Herr Präsident, vor etwa 3 oder 4 Monaten hat mein Kollege Dr. Aschenauer dieses Mitteilungsblatt erörtert, zusammen mit einem der Herren der Staatsanwaltschaft. Und dabei wurden Zahlen angegeben über Veröffentlichungen in diesem Mitteilungsblatt. Und danach hatte man den Eindruck, dass in diesem Mitteilungsblatt nur ein kleiner Teil der Todesurteile veröffentlicht worden waren. Ich bitte den Zeugen zu fragen, weil das ungefähr von historischem Interesse ist, inwieweit Urteile der SS und Polizeigerichtsbarkeit dort veröffentlicht wurden. Herr Zeuge, wurden insbesondere die Urteile der SS und Polizeigerichtsbarkeit im Einsatz, also Riga, Krakau, Russland, veröffentlicht oder nicht? Gab es da Einschränkungen? Herr Präsident, ich widerspreche der Frage. Zunächst müsste der Zeuge gefragt werden, ob er bei der Herausgabe dieser Blätter mitgearbeitet hat. Wenn er diese Frage verneint, ist jede weitere Frage insoweit unzulässig. Ja, also Herr Rechtsanwalt Göllner, wir müssen ja zunächst uns einmal bei dem Zeugen erkundigen, der ja Untersuchungsführer an einer Stelle war, was ihm überhaupt von diesen Mitteilungsblättern bekannt ist und von dem Entstehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in diesen Mitteilungsblättern genau wie in allen anderen juristischen Zeitschriften eben nur die Fälle veröffentlicht werden, die von besonderem allgemeinem Interesse sind. Aber das soll ja keine Sammlung aller Urteile darstellen. Meines Erachtens ist das doch irgendeine belehrende Schrift gewesen. Das war eine belehrende Schrift, aber sie hat zu bestimmten Problemkreisen auch bestimmte laufende Veröffentlichungen gehabt. Ja, das mag ja schon sein, Herr Rechtsanwalt. Aber dass damit nun alle Urteile veröffentlicht worden sein sollen, na, wir können kurzerhand den Zeugen fragen. Haben Sie mitgewirkt Herr Präsident, bevor die Frage gestellt wird, eben fällt mir wieder ein, was damals vor 3 oder 4 Monaten hier in diesem Saal erörtert worden ist. Da war nämlich nur ein ganz bescheidener Teil von Todesurteilen genannt worden, die dort zitiert waren. Und jetzt bitte ich den Zeugen zu fragen. Naja, also Herr Zeuge, haben Sie mitgearbeitet bei der Herausgabe dieser Mitteilung des Hauptamtes SS? Nein, ich möchte sagen, dass für die Beantwortung dieser Frage Dr. Reinicke oder Dr. Osthus vielleicht zuständig sind. Ja. Sie haben also jedenfalls nicht mitgewirkt bei der Herausgabe dieser Mitteilung des Hauptamtes SS-Gericht.
Nein. Ist Ihnen etwas bekannt, nach welchen Gesichtspunkten diese Mitteilungen herausgegeben worden sind? Das heißt also insbesondere, welchen Umfang sie hatten und ob und welche Urteile man da mit berücksichtigte. Kann ich konkret nichts mehr zu sagen. Das ist zu lange her. Ja, wissen Sie denn lediglich aus Ihrem Lesen dieser Mitteilungen, was da drin stand, oder waren Sie auch beteiligt bei der Zusammenstellung des Materials? Oder des Nein, das Material wurde von den SS- und Polizeigerichten an das Hauptamt SS-Gericht gegeben. Ja. Von dort aus sind die Mitteilungsmittel, so habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Ja. Aber Sie haben dabei auch nicht mitgewirkt? Nein. Ich glaube, Herr Rechtsanwalt Göllner, damit Sie die Frage beantworten. Herr Rechtsanwalt Aschenauer. Fällen Sie aus Ihrer Tätigkeit den Fall Neifeind? Wie? Kennen Sie aus Ihrer Tätigkeit den Fall Dr. Neifeind? Also sehr verschwommen nur noch. Welche Erinnerung haben Sie? Waren Sie beteiligt an der Klärung dieses Falles? Nein, Neifeind war, glaube ich, in Paris gewesen. Was wissen Sie noch? Dass er mal aus dem Zug gesprungen ist, so verurteilt worden ist. Auf der Fahrt ins Reich ist aus dem Zug gesprungen, ist, glaube ich, wieder gefasst worden, aber... Na, das interessiert mich nicht. Nein, ich weiß es nicht mehr genau. Danke. Ich meine, es schwebt mir noch in Erinnerung, dass es so einen Fall Neifeind gibt, aber genau kann ich da keine Angaben mehr zu machen. Baretzky, Sie wollten noch etwas sagen dazu. Ich wollte nur sagen, dass in Auschwitz Fälle waren, wo die SS-Männer erschossen worden sind, ohne Gericht. Überhaupt keine Gerichtsverhandlung gehabt darauf. SS-Leute erschossen worden sind? Von unserer Abteilung. Ohne Gerichtsverhandlung, ohne gar nichts. Von Ihrer Abteilung? Was heißt, die bei Ihrer Abteilung tätig waren? Die im Schutzhaftlager tätig waren. Die im Schutzhaftlager tätig waren. Die sind erschossen worden? Ja, ohne Gericht. Überhaupt keine Gerichtsverhandlung gemacht für die Leute. Ja, und warum? Ja, warum? Der eine Fall haben wir erfahren, ja. Das war der Viktor. Wie das war? Das war der Fall Viktor, Jahr 44. Ja. Den haben wir ja erfahren, wegen was ungefähr, ja? Ja. Aber in den anderen drei Fällen haben wir doch niemals erfahren. Ja. Der Viktor, das war der Beste, der damals mit dem Mann weggelaufen ist und zurückgeführt ja. ist. Der hat ja keine Gerichtsverhandlung bekommen, gar nichts, der ist ja so erschossen worden. Ja. Und der Arnold Baum ist auch nachts von der Baracke, von Unterkunft herausgeholt und nicht mehr gesehen. Ja. Das war der Baum und dann war der Willi Krivacek auch. Aus der Baracke herausgeholt nachts und nicht mehr zurückgekommen. Der Pschibilski herausgeholt, nicht mehr zurückgekommen. Man hat sich gesagt, wo sind die Leute da hingekommen? Hat man ihm gesagt, wir sind unter dem Kamin. Das war da alles. Das hat man gesagt? Das allgemein. Aber Gerichtsverhandlung haben die Leute niemals bekommen. Ja, wissen Sie denn, ob die Leute tot sind? Ja, ist klar. Dass der Pestik tot ist, ja gar kein Zweifel. Bitte? Dass der Pestik erschossen worden ist, außen, das ist ja gar kein Zweifel. Ja, und die anderen? Das ist genauso. Sind alle durch die Schornstein gegangen. Ja, wieso wissen Sie das? Weil die Leute das gesagt haben dort. Da hätten wir doch Gerichtsverhandlungen denen gemacht. Ja, wieso wissen Sie denn, dass die nicht irgendwo stattgefunden hat? Was soll's denn Sie haben die Leute nicht mehr gefunden und nicht mehr gesehen. Was aus ihnen geworden ist, wissen Sie doch nicht. Man kann sich ja nur denken. Ja, sehen Sie. Aber wenn Sie einen Schacht der Elsterdiener geholt haben, haben Sie erwischt, da haben Sie Gerichtsverhandlungen bekommen in Auschwitz. Ja. Ja. Das ist der Unterschied. Und wer hat denn die Erschießung von den Leuten angeordnet? Polizeiabteilung hat sie erschossen. Wer sie angeordnet hat, weiß ich auch nicht. Der Herr Burger weiß es vielleicht. Hat ja mit Herrn Sturmer Pierre Kramer darüber gesprochen, über den Fall Pestik. Hat er hier mal erzählt. Er kann vielleicht besser sagen, was mit Pestik passiert ist. Hat ja über den Fall Pestik auch beim Sturmer Pierre Kramer gewesen. Er kann ja vielleicht sagen, wer ihn erschossen hat. Tja. Da sind zahlreiche Leute erschossen worden, überhaupt ohne Gerichtsverhandlung. Wer nach dem Nebel erschossen und fertig. Sind sonst noch Fragen, bitteschön? Möchte ich aber doch den Angeklagten Bogel fragen, ob er tatsächlich mit dem Fall Pestek irgendetwas zu tun hat und was er darüber heute noch sagen kann. Denn wir hatten ja auch den Zeugen Neumann zu dieser Frage schon hier gehört. Wissen Sie etwas davon? Der Fall Pestek wurde ordnungsgemäß durchs SS- und Polizeigericht abgeurteilt und der Mann wurde exekutiert. Alle anderen Fälle sind mir nicht bekannt, die da... Was für ein SS- und Polizeigericht war das, das damals diesen Spruch gefällt hat? Das Breslauer. Das Breslauer? Ja, die hatten eine Nebenstelle in Katowice. Ja, war das Standgericht in Katowice, was da immer kam? Nein, hat damit gar nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun? Nein.
Und wie war denn dieses? Das war ja das Gericht der Staatspolizeileitstelle unter Vorsitz von Herrn Dr. Tümmler. Ja. Hatte damit nichts zu tun. Das war ein offizielles SS- und Polizeigericht. Ja, und wie war das besetzt? Das kann ich nicht sagen. Ich war in dieser Verhandlung nicht anwesend. Wo fand denn die Verhandlung statt? In Auschwitz. In Auschwitz? Ja. Und zwar wo dort? Ich glaube, es war im Unterführer-Casino des Speisesaals. Im Unterführer-Casino? Ja. Und wissen Sie, wer da von Katowice gekommen ist? Ich kenne die Herren nicht. Ich weiß nur, dass der Schreiber von der Gerichtsabteilung Merdens, dass der zugegen war. Und der war auch bei der Vollstreckung des Urteils, das in Münchenbrotsche, in der Nähe von Münchenbrotsche vollstreckt wurde, dass der zugegen war, als Protokollführer. Und zwar nicht in Auschwitz? Nein, sondern das war ja nur die Münchenbrotsche, da hatte, war so eine SS-Hütte, die gehörte der Kommandantur. Und dort in der Nähe ist das Urteil gegen Pestek vollstreckt worden. Das weiß ich also nur von Hörensagen, von dem Angehörigen der Gerichtsabteilung unter Scharführer Merdens, der da als Protokollführer mitgewirkt hat. Und was ist aus dem Merdens geworden? Habe ich keine Ahnung, den habe ich nie wieder gehört, nie wieder gesehen. Er war zuletzt noch in Auschwitz. Und weswegen wurde er verurteilt? Wegen Fahnenflucht doch wohl, ne? Denn er war ja aus dem Lager. Ja, also die Fahnenflucht spielt natürlich auch eine Rolle, ja. Aber wesentlich war natürlich die Häftlingsbegünstigung. Denn er hat ja den Häftling aus dem Lager rausgebracht und wollte ja noch weitere rausbringen. Sicher, aber er war doch selbst auch geflohen. Restlos ja, natürlich. Gut. Also er selbst war geflohen und hatte einen Häftling rausgebracht. Ja. Ja? Und dann ist er dann nicht zurückgekommen und wollte dann mehrere andere Häftlinge. Ja. Und dabei wurde er geschnappt. Dabei wurde er geschnappt. Ja. Hat aber wir hatten nur die Vernehmung von Häftlingen. Aber sonst hatten wir mit der Bearbeitung dieses Falles gar nichts zu tun, der in eigener Regie vom Gericht SS für bearbeitet und dem Gericht übergeben wurde. Also ja. Die politische Abteilung war hier nur zur Vernehmung der Häftlinge eingeschaltet. Ja, danke. Balski. Von einer Gerichtsverhandlung für den Pestek war uns niemals bekannt geworden. Wenn der Pestek eine Gerichtsverhandlung bekommen hätte, ja, da wären wir bestimmt anwesend gewesen. Wenn von uns Blockfehler hat einer was organisiert, ja, besser gesagt gestohlen auf der Rampe, was zu essen und sonst, und da war er erwischt worden und hat eine Gerichtsverhandlung bekommen. Da waren wir hingeschickt worden, zuzuhören, als Warnung für uns. Und den Fall Pestek hätten wir uns auch hingeschickt, als Beispiel, was mit dem passiert. Und wir hätten das Urteil auch gehört, was er Todesstrafe bekommen hat dafür. Ja? Da hätten wir bestimmt, uns hätte unser Chef ja hingeschickt. Guckt euch jetzt mal an, wie das vor sich geht. Aber uns war so, hat keiner was gehört von einer Gerichtsverhandlung. Wir wissen nur von Erzählen, mal gesagt worden, er ist vom Burger erschossen worden, der Pestek. Davon, so viel weiß ich, was damals erzählt worden ist. Aber nicht der Herr Boge, ich sage nicht die Brotschi. Man hat gesagt, der Boge hat ihn erschossen. Tja, ich kann das heute nicht mehr klären. Bitte schön. Eine Frage an den Zeugen, ja. Herr Vorsitzender. Herr Zeuge, hatten Sie in Ihrer Eigenschaft als Untersuchungsführer beim RSHA mit Fällen von Häftlingsbegünstigung zu tun? Ja, ich glaube ja. Können Sie erklären? Dieser Fall Sachsenhausen war ja auch ein Fall der Häftlingsbegünstigung. Können Sie erklären dem Gericht, wo und in welchen Fällen Häftlingsbegünstigung nach damaliger Auffassung angenommen wurde? Also wo die Grenzen für die Häftlingsbegünstigung lagen? Tja, Herr Rechtsanwalt, diese Frage ist so allgemein, dass wir das eigentlich kaum hier so zulassen können. Sie können den Zeugen fragen, welche Fälle von Häftlingsbegünstigung ihm bekannt geworden sind. Und ob man in diesen Fällen Häftlingsbegünstigung bejaht hat oder nicht. Aber wo die Grenze der Häftlingsbegünstigung liegt, das können Sie den Zeugen nicht fragen. Herr Präsident, meine Frage kann ich dahin präzisieren. Wann wurde nach damaliger Auffassung Häftlingsbegünstigung angenommen? In welchen Fällen? Ja, wann, Herr Rechtsanwalt, das ist wieder die ungewisse Frage. Denn das gibt tausend Möglichkeiten. Durch welche Handlungen waren nach damaliger Auffassung Häftlingsbegünstigung? Tausend Handlungen. Ich kann sie nicht alle aufzählen, aber jedenfalls, das Leben ist so vielseitig, dass man die einzelne Kasuistik hier doch nicht anfangen kann. Das ist richtig, Herr Präsident. Aber die Häftlingsbegünstigung kann beispielsweise einmal in der Fluchthilfe liegen. Das ist vielleicht der schwerste Fall der Häftlingsbegünstigung. Aber die Häftlingsbegünstigung kann bereits schon beispielsweise in dem Zuschanzen von Lebensmitteln
Kleidung oder Ähnlichem liegen. Richtig. Meine Frage geht also dahin, kennen Sie... Es kann auch darin liegen, dass man dem eine Uhr belässt. Sie kann darin liegen, dass man ihm die Haare wachsen lässt oder was weiß ich. Es gibt tausend Möglichkeiten. Dann präzisiere ich meine Frage wie folgt, Herr Zeuge. Wenn Sie Fälle von Häftlingsbegünstigung kennen, können Sie sich an Einzelfälle noch erinnern und welche Vorwürfe sind gemacht worden? Dieser Fall Sachsenhausen war ein Fall der Häftlingsbegünstigung. Ja. Nun, was haben die Leute da gemacht? Tja. Haben, glaube ich, Nachrichten rausgeschmuggelt und sich mit denen angebiedert. Und das war in diesem Falle besonders schwerwiegend, weil das so eine geheime Zentrale war. Weil da eine Sperre verhängt war. Bitte? Weil da eine Sperre verhängt war. Ja. Und wissen Sie sonst außer Sachsenhausen? Ich kann mich im Moment nicht erinnern. Andere Fälle weiß er nicht. Dankeschön. Wenn er wieder auf diesen Fall Sachsenhausen zurückgekommen wird, möchte ich Sie doch bitten, noch mal klar zu sagen hier, um welche geheime Abteilung des KZ Sachsenhausen, das sich damals gehandelt hat. War das diese Geldfälscherwerkstätte? Richtig. In der Geld internationaler Währung gefälscht worden ist? Ja. Und deswegen die das besonders geheimnisvolle und die absolute Nachrichtensperre? Ja. Gut, danke schön. Sind sonst keine Fragen mehr zu stellen? Welche Anträge bezüglich der Beeidigung? 60 Ziffer 3. Nach wie vor stehe ich auf dem Standpunkt und wiederhole das, dass das Reichssicherheitshauptamt in seinen verschiedenen Abteilungen die Voraussetzungen für die Verbrechen geschaffen hat, die hier zur Aburteilung stehen. Der Zeuge hat eine wesentliche Funktion in diesem Reichssicherheitshauptamt ausgeübt. Er hat gleichzeitig angegeben, er ist der Leiter der Abteilung der Untersuchungsführer gewesen. Die Untersuchungsführer als solche haben zum Teil ihre Einzeltätigkeiten ausgeübt, um diese Verbrechen mit zu begünstigen. Ich glaube damit, dass der Sachverhalt des 60 Ziffer 3 gegeben ist. Sonst wird das Wort nicht mehr verlangt. Herr Staatsanwalt, wie ist es mit dem Herrn Staatsanwalt Hinrichs? Wünschen Sie seine Vernehmung noch? Nun ja, also wir wollen dann zunächst mal beraten über die Beeidigung dieses Zeugen und nach der Pause können Sie uns ja dann Ihre Meinung.